Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter nach einem stürmischen Freitag, wie erwartet. Häufig im Flachland, vor allem Mitte und Süden, 8 bis 10, zum Teil in Böen 11 und auf den Böen auch auf den Bergen immer wieder auch Böen von Windstärke 12. Alle Details dazu übrigens laufend auf Twitter, können Sie nochmal rückwirkend gucken, auch wie die Vorhersagen waren. Sie sehen die Unwetterzentrale einmal mehr führend von Meteomedia. Sie können das gucken auf Twitter, j-kachmann, auf Facebook auch verschiedene Accounts, die Unwetterzentrale selbst oder auch mein Account Kachelmann-Wetter. Und laufen neue Vorhersagen auch für die Schweiz, jeden Tag jetzt immer. Die Aton-Solar-Sonnenstunden-Vorhersage für die Schweiz jeden Tag, wie auch sonst Vorhersagen, jeden Tag immer drauf sind mit den selbstgemalten Karten auf wetterkachelmann.wordpress.com. Aber jetzt ist YouTube, jetzt ist Wochenende und deswegen hier der Blick auf die Aton-Solar-Sonnenstunden-Vorhersage für den Samstag. Ist nicht so viel, was dann Sonne da ist, aber das Aprilwettrige erlaubt schon mal zwischendurch fast überall ein paar Lücken. Meistens sind sie nicht über 2 Stunden, aber im Nordwesten und Norden und auch zum Teil im Süden, inselweise auch im Lee von Harz und Thüringer Wald, reicht es auch mal für ein bisschen mehr als 2 Stunden Sonnenschein. Vom Prinzip her, der Sturm wird dann von West nach Ost in der Nacht immer mehr nachlassen, aber immer noch die Problematik, vor allem von Regen und Schnee, zum Teil nicht der gute Moment. Gucken Sie sich das an, auf der Unwetterzentrale heute Nacht noch größere Strecken durch die Schneefallgebiete zu fahren, auch morgen früh weitere Schneeschauer. Schneefallgrenze meistens so zwischen 200 und 400 Meter, ganz im Nordosten auch zum Teil noch tiefer runter. Und wo die Schauer stark sind, dort wird es auch immer wieder reichen, dass Schneeflocken und Graupel bis nach ganz runter fallen können. Dieses Prinzip, dieses Aprilwettrige hält dann den ganzen Tag. Im Flachland ist es, wenn überhaupt, eben nur mal kurz angematscht. Sie sehen es auch an den Höchsttemperaturen. In den Schauern selber geht es dann schon auf 1, 2 Grad runter, zum Teil auch 0 Grad. Aber eben, sobald dann wieder Pause ist, sobald Lücken sind, sind es dann wieder ein paar Grad über 0. Also das heißt, die richtig schöne Schneedecke, die gibt es dann doch mehr eben auf den Bergen oben, sei es Mittelgebirge oder Alpen. Sonntag dann ein ähnliches Bild, immer noch dieses Aprilwetterige mit den Schauern ganz Richtung Nordwesten und Norden, auch mal ein paar längere sonnige Abschnitte, wie auch im Südosten und im Süden. Die große Frage, weiße Weihnachten eher nein. Man sieht jetzt zwar, wir kommen jetzt in eine Periode mit längeren Zeiten, mit mehreren Tagen, mit unternormalen Temperaturen, das ist der Schnitt hier und wir landen doch ein paar Grade unterdurchschnittlich, aber Weihnachtstauwetter ist ein feststehender Begriff und genau vor dem Fest wird es deutlich wärmer und dann schmilzt die ganze Soße weg, nicht auf den Bergen oben, also Mittelgebirge und so Alpen, da ist das Ganze dann dick genug, bleibt liegen, aber im Flachland, wie es aussieht, wenig Chancen in Deutschland auf weiße Weihnachten. Nach dem 24. geht es dann wieder runter, also vielleicht dann in der Nacht zum 25. und am 25. wieder mit sinkender Schneefallgrenze, aber es ist noch ein bisschen weit weg für Details, aber wie es im Moment aussieht, die meisten Menschen in Deutschland mit grünen Weihnachten und tschüss.